So, hier haben wir den hinteren Teil von Siba. Es ist jetzt Ende Januar, jetzt am Wochenende soll wieder Schnee kommen. Im Moment ist nur ganz bisschen zu sehen. Hier sieht man auch schon mal etwas von dem Fluss, die Siba. Im Moment ist die Siba auch sehr voll. So, jetzt gehen wir hier direkt weiter auf dem Siba-Weg, also der entlang an der Siba im Ort läuft. Wenn es abends ist, sind diese Laternen hier auch den ganzen Weg beleuchtet. Kann man auch mal einen schönen Abendspaziergang machen. Ist also auch wirklich sehr schön. So, hier angekommen sieht man, dass der Sturm Friederike auch einiges etwas zerstört hat. Hier in Siba ist sonst eigentlich nichts passiert. Außer ich denke hier diese Hanglage, da hat Siba noch mal Glück gehabt. So, jetzt sind wir hier angekommen an der Kirche von Siba, die also auch mal schön ist zu besichtigen. Und wenn wir jetzt hier auf diesem Weg weiterlaufen, kommen wir jetzt zum Freizeitgelände von Siba. Gastes, hier kriegt man noch ein paar Informationen, Flyer und so weiter, und meistens kann man sich auch einen Film über den Harz. Das ist jetzt die Parkanlage, das ist der schöne Teich, der im Sommer richtig schön mit Seerosen voll ist, also da ist das auch ganz herrlich. Jetzt gehen wir einfach mal weiter geradeaus, wo wir dann direkt auf diese kleine Hütte zu kommen. Die ist relativ neu, die wurde auch gefördert von der Lotterie Bingo. Da sind eben Tiere, die man sich anschauen kann, ja, Vögel und so weiter. Können wir mal kurz reinschauen. Kann man auch gut eine Pause machen, wenn man vom Spaziergang kommt. Ein Stückchen weiter ist der Minigolfplatz. Der ist jetzt natürlich nicht geöffnet im Winter, aber hier kann man dann im Sommer auch Kaffee trinken, Kuchen essen, Süßigkeiten gibt es für die Kinder. Das ist dann eigentlich ganz schön und eben auch nicht so voll, dass man also immer auch richtig entspannt spielen kann. Ganz weit oben da ist die große Riesenbank, die man jetzt auf dem Film nicht so groß erkennt, aber wenn man neben steht, sieht man, dass sie überdimensioniert ist und tolles Bildmotiv ist das für Fotos. Und das ist auch da ganz oben, wo der ganze Panoramaweg noch lang läuft, wo man die Natur sich richtig schön angucken kann auch. Also der Panoramaweg ist auf jeden Fall auch eine Wanderung wert. So, jetzt gucken wir mal ein bisschen weiter links. Da ist im Prinzip das Highlight für die Kinder in Siba. Da kommen Leute auch von nah und fern, auch aus anderen Urlaubsorten, und verbringen hier einen schönen Nachmittag. Das ist nämlich der Abenteuerspielplatz. Der ist gratis und kann man jetzt natürlich im Winter auch benutzen, wenn kein Schnee ist. Aber im Sommer ist das natürlich richtig schön in der Natur und die Erwachsenen können sich hier auf die Wiese setzen und eben auch einen schönen Nachmittag verbringen. Da gehen wir jetzt mal hin. So, jetzt sind wir hier angekommen am Spielplatz. Hier ist eine kleine Seilbahn. Was besonders für die Kinder das Highlight ist, ist, glaube ich, diese Riesenrutsche. Natürlich die Klettergerüste. Für die kleineren Kinder noch was. Ja, kommen schon die ersten, die
bestimmt hierher wollen. Das ist das Gelände mit den WC-Anlagen. Das ist eben auch gleich nebenan. So, hier sind dann auch die Parkplätze, kann man super parken. Ja, für die Leute, die eben von außerhalb kommen. Keine Ferienwohnung oder so hier haben. Und dann kommen wir hier jetzt nochmal auf die andere Seite, beziehungsweise wenn man jetzt hier geradeaus gehen würde, kann man auch nochmal richtig schöne Wanderwege um Sieber herum machen. Wenn man jetzt diesen Weg hier weitergeht, kommt man zu Hans Kühnburg und zum Großen Knollen. Das sind etwas größere Wanderungen, die auch jeweils immer eine Gaststätte haben. Oben am Ziel kann man sich also auch einen schönen Tag mit so einer Wanderung machen. Ja, hier ist nochmal die Sieber. Wenn wir hier ein Stück weiter gucken, ist das Waldfreibad, was jetzt natürlich im Winter geschlossen ist, aber im Sommer klasse ist und eben auch nur ein paar Meter von der Ferienwohnung von uns Haus Harzurlaub entfernt. Und da gehen wir jetzt mal entgegen, also schon in Hausnähe gleich die Sieber. Wenn sie voll ist, hört man es auch am Haus rauschen vor der Haustür. Ja, hier ist also das Freibad. Dieses bräunliche Haus, das ist das Hotel zum Pass. Das ist nebenan, hat auch eine gute Küche, bürgerlich, einfache Küche, aber sehr lecker. Und sehr nett. Ein paar Meter weiter ist jetzt das Haus, unser Haus, Harzurlaub, mit der Ferienwohnung, die hier unten zu finden ist. Und ja, wie gesagt, das Freizeitgelände ist also gleich gegenüber.